habe ich gesagt, hallo und guten Tag zur Realität. Heute geht es mal woanders hin. Heute der 5. Februar 2022 und wir fahren jetzt Richtung Berge. Nein, wir fahren nur ein kleines Stück auf die Autobahn. Heute geht es nach Salobre Golf. Und ja, keine 5 Minuten von hier entfernt, von hier Richtung Riesenrad und dann auf die Autobahn. Und dann sind wir auch gleich da. So, wir nehmen hier die Autobahnauffahrt hier in Maspalomas. So, und ganz wichtig, nicht Richtung Las Palmas, sondern nach Puerto Rico Mogán einordnen. So, und schon sind wir auf der Autobahn. Die erste Ausfahrt hier ist Sonnenland El Tablero. Die nehmen wir nicht. So, und die zweite Ausfahrt hier ist Pasito Blanco Meloneras. Da fahren wir auch noch dran vorbei. So, wir sind hier auf der Autobahn Richtung Arguineguín, Puerto Rico, und nach Arguineguín sind es von hier aus 7 Kilometer, und der vor uns, der fährt irgendwie ein bisschen komisch. Da halten wir mal lieber ein bisschen Abstand. So, und da vorne rechts, da ist dann die Ausfahrt Salobre Golf. 1000 Meter. Das ist die Ausfahrt 53. Ja, mitten in den Felsen hineingehauen, diese Autobahn. Ausfahrt. So, und ich zeige euch jetzt genau, wo es lang geht. Hier vorne ist auch schon das Schild. Hier gibt es einen kleinen Kreisel Salobre Golf und Resort. Und hier müssen wir rechts rum. Und geradeaus rüber. Ja, viele von euch werden hier nicht hinkommen, weil man ganz einfach auch nur über die Autobahn hierher kommen kann. Ja, ein paar Minuten weg von Maspalomas und das ist eine andere Welt. Ihr werdet es gleich sehen. So, und hier geht es auch ein bisschen nach oben, das heißt, wir haben hier auch gleich mal einen schönen Blick und das zeige ich euch mal. So, und ihr seht hier die Straße, schade, dass wir jetzt nicht den Blick frei haben. Und hier gibt es auch so ein Auffangbecken, das ist jetzt trocken. Und hier die Autobahn und der Blick hier auf den Atlantik, auf Maspalomas, Playa de Ingles. Ist nur ein paar Minuten weg, aber ja, und wenn es mal viel regnet, dann steht hier auch das Wasser. So, und weiter geht's. Jetzt sind wir auch gleich da. Noch 2, 3 Kürfchen. So, und bei Nacht ist das hier jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache, weil wir hier keine Beleuchtung haben.
und jetzt das erste Mal den Blick jetzt frei auf den Golfplatz. So, und hier ist ein kleiner Sparsupermarkt, da bekommt man das Notwendigste oder was man vergessen hat, weil schnell mal zurückfahren. Das ist auch nicht so einfach. So, und für die Golfer geht's hier parken, nicht hier vor den Supermarkt fahren, also extra Parkplätze hier. So, und hier habt ihr mal einen Überblick über den gesamten Golfparcours hier und das Umfeld. Ich schwenke das mal schön langsam rüber. So, hier ist eine Schranke. Und da muss man schon sagen, was man möchte, wo man hin möchte. So, und hier der Blick auf Salobre. Das sehen wir immer von der anderen Seite vom Strand. Da können wir da nicht reinsehen. Das ist die Rückseite von dem Salobretal oder hier die Vorderseite. Ja, und hier ist ganz schön was los. Hier ist ganz schön Verkehr. So, Salobre Golf Resort, wir haben hier eine Übersichtstafel, Vista Golf, Los Balcones, Los Dragos, Par 4, Mangolf, Las Terrazas, Los Lagos, Los Tai, Tabaibas, Hills, Salobre Vias, Golfers Monte, Moro Golf, Privathomes, alles hier beschildert. So, mal der Blick hier über den gesamten Golfparcours Salobre Golf. Für viele Menschen hier mal so ein Ausspanntag beim Golfspielen. Ja, hier kommen die Busse an, Salobre Golf and Resort.
Ja, man ist hier eben in einer kleinen anderen Welt und kann hier nicht schnell mal zum Strand, sondern das muss alles schon ein bisschen überlegt sein. Da unten gibt es auch einen Sportplatz. Und ein wunderschön gelegenes Restaurant. So, und hier schauen wir uns mal das Restaurant an. Das ist vor der Schranke, also ist es für den normalen Publikumsverkehr geöffnet. Also neben dem Supermarkt. So, und hier hat man dann doch noch den schönsten Blick, den Ausblick, und es geht weiter hinten rein. Ihr seht es ja, jetzt ist es ja nicht nur, dass es ein paar Meter sind, sondern und hier, wie gesagt, die Rückseite von Salobre Golf. Ja, hier kann man abends auch mal schön ein Glas Tee trinken als Fahrer. Wenn man jemanden hat, dann auch vielleicht ein Glas Bier. Angenehme Temperaturen jetzt hier. Und die sich hier einkaufen möchten, hier gibt es auch ein Immobilienbüro. So, also ich sage mal jetzt hier, ich bin ja nicht so oft hier, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal hierher zu fahren, wenn man mal eine Stunde Zeit hat, nicht ans Strand möchte, einfach hierher zu fahren und dann mal einen Kaffee zu trinken und das Ganze hier zu sehen, weil viele haben das ja in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen, obwohl sie schon oft in Maspalomas waren. So, wir fahren jetzt hier durch die Schranke in Salobre Golf. Man muss eine Adresse haben, wo man hin möchte. Schnell fahren kann man hier nicht, hier hat man diese schlafenden Polizisten eingebaut und das ist auch gut so. So, und hier sind die ersten Villen. Teilweise kamen jetzt neue dazu und dann sind auch welche, die wurden schon wieder renoviert, weil das Ganze gibt es jetzt hier schon, ja, ich schätze mal 15 Jahre. Hier heißen die Häuser Salobre Hills. Und ihr seht da oben am Berg, da gibt es auch noch welche, da gibt es aber mit Sicherheit dann auch eine schöne Zufahrt dazu.
Und das ist hier die Hauptstraße, die geht bis zu einem Kreisel, den wir jetzt fahren. Hier auch Trainingsplätze, Übungsplätze, die im Moment durch Corona-Maßnahmen abgesperrt sind. So, jetzt der Blick auf die Straße, die wir gerade gekommen sind. Sehr schön hier zu sehen. So, und hier gibt es ein ganz bekanntes Hotel hier oben. So, und hier steht der Name Salobre Hotel Resort und noch irgendwas. Ja, und hier ist es, glaube ich, auch noch wichtig, welche Seite man bekommt. Sonnenseite, denn jetzt am, ja, am frühen Nachmittag noch ist hier schon teilweise auch Schatten. Und hier ist der besagte Kreisel. Mangolf Vias, Paar 4 sind wir jetzt. Ja, es geht noch weiter in die Berge. Hier ist die Welt noch nicht zu Ende, nein. So, und hier sieht man schöne Vias. Aber leider verdeckt durch... Ja, hier haben wir bestimmt gleich einen schönen Blick. Ja, und da wird auch noch neu gebaut. Hier seht ihr die Baustelle mit dem Kran. Hier kann man auch direkt vor seinem Haus direkt parken, reinfahren. Also ich glaube, hier ist für jeden was dabei. Es kommt immer darauf an, wie viel man ausgeben und investieren möchte. So, und hier ist Los Dragos Golf, das ist sozusagen der vorletzte, die vorletzte Urbanisation hier. Und wir werden ja erwartet hier, wir sind ja nicht ganz ohne Einladung hier. So, und hier ist es wirklich zu Ende, wir fahren hier schön langsam einmal hier um den Kreisel. Ich zeige euch noch mal hier schönes Grün und Berge, also hier Unterschiede, Kontraste. So, und von hier oben hat man auch einen sehr schönen Blick auf das Tal, auch auf die Häuser hier, die hier am Hang liegen. Und diese Wohnungen hier, die kann man auch mieten. So, wir gehen jetzt hier die Straße nach oben und schauen uns das Ganze dann aus einer anderen Perspektive an. Ja, und hier die schönen Natursteine, also alles, was jetzt hier an Steinen gibt, hat man auch verbaut. Also, wie es aussieht, sind hier auch einige Objekte noch nicht bewohnt oder leer zumindest. Der vordere hier, hier hat man oder sieht man das
Möbel drin stehen. Ja, und hier links und rechts der Straße der gleiche Baustil. Und hier, ich nehme an, schon Umbauten. So, und jeder hier hat seine eigene Parkbucht und damit ist dann auch vorbei. Besucher müssen dann unten parken. Und die Wohnungen sind hier oder die Häuser sind alle neu entstanden hier. So, und ich stehe jetzt hier oben auf der Terrasse in einer der vordersten Villen mit dem Blick hier auf den kleinen Stausee, den man auch nur von hier oben sieht, also von der Straße fällt er gar nicht auf. Der Blick hier auf die Küste, auf die Dünen, schade jetzt durch unseren Kalima ein bisschen der Blick getrübt, aber von hier oben sieht das schon wieder ganz anders aus. Das Hotel Salobre. So, und jetzt mal der Blick auf den Golfplatz. Hier ist aber gar kein Golfplatz, sondern hier haben sie nur so eine Grünfläche, wie es aussieht. Und dann hier schon der Blick in die Berge. So, und hier ist die Urbanisation auch zu Ende. Hier ist auch Schluss. Hier geht es dann auch nicht mehr weiter. Außer wenn man zu Fuß jetzt ein bisschen sich, ja, ein bisschen klettern möchte, dann kann man da noch den einen oder anderen Gang machen. Aber ansonsten. Und Frösche gibt es hier, man hört sie.